So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800. Es tut mir sehr leid, dass es jetzt ein bisschen verspätet kommt, aber das liegt daran, dass ich ja immer noch ein bisschen im Voraus aufnehme. Das neue DLC ist da, und zwar Reisezeit. Es ist bereits installiert, wir haben es hier für dieses Spiel, für diesen Spieldurchlauf schon aktiviert. Und das werden wir uns natürlich auch nach und nach angucken. Jetzt aktuell befinden wir uns noch in Afrika. Und werden natürlich auch dafür sorgen, dass die gute Beryl O'Meara hier sämtliche Inseln verliert. Das bedeutet, wir werden nach und nach ihre Anteile aufkaufen, haben jetzt aufgrund der ganzen Käufe, die wir schon in den verschiedenen Inseln oder auf den verschiedenen Inseln getätigt haben, sogar mehr Einfluss bekommen, dass wir jetzt 200 Angestellte pro Insel haben. Das ist genial und ich hoffe, das wirkt sich auch hier aus, tut es aber nicht. Oh verdammt, es hätte ja klappen können. Schade eigentlich. Na gut, dann gucken wir mal in die alte Welt. Da ist noch alles in Ordnung. Es ist alles noch so, wie wir es hinterlassen haben. Und natürlich brauchen wir auch hier weiterhin sehr viel Geld, um ihr die letzte Insel zu nehmen. Das sind insgesamt 4,6 Millionen. Das kann eine ganze Weile dauern. Nichtsdestotrotz, unsere weiteren Inseln gedeihen, blühen und sind natürlich glücklich. Genauso wie ich. Und wir wollen natürlich auch die neue Welt immer mehr anschließen, sprich auch Öl dort fördern, um das dann irgendwann auch in die alte Welt zu bringen. Ne? Neue Welt, alte Welt, ja. Was? Irgendwie so. Sehr schön. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Und euch sehr glücklich gemacht, muss man dazu sagen. Und natürlich werden wir uns auch um Bier kümmern. Das bedeutet, weitere Farmen dann implementieren. Leider haben wir kein Öl, sonst hätten wir das Öl statt für Elektrizität eher für Traktoren verwenden können, um euch damit glücklich zu machen. Aber gegebenenfalls gibt es hier Öl? Nein, auch nicht. Hier gibt es Öl, aber das wird schon verwendet für euch. Und ich glaube, die verbrauchen ziemlich viel Öl, richtig? Der Hafen wird angegriffen. Was? Ja, geringfügig. Ja, du hast schon verloren. Als du überhaupt in unsere Nähe gekommen bist. Ja, Beryl hat nichts mehr zu melden. Also die geht jetzt immer weiter unter, die wird jetzt kaputt gehen, die wird immer weniger Waren hin und her transportieren. Das wird den Leuten nicht gefallen. Sie versucht jetzt gerade mit ganz, ganz vielen einzelnen Gebäuden, ganz vielen Bauern, als auch Arbeitern, irgendwie das Geld aufrechtzuerhalten mit den ganz normalen Waren, die hier produziert werden. Denn anders kann sie sich nicht mehr über Wasser halten. Anders wird sie lange keine positive Bilanz mehr haben. Boah, ist das laut. So, wesentlich besser. Außerdem haben wir natürlich auch hier vor, die Insel zu kaufen, denn die ist relativ nördlich, das ist noch okay, bevor wir uns dann irgendwann noch weiter an Jean La Fortune heranwagen. Und mit dieser Insel haben wir dann auch solche Dinge wie Tabak, Kaffee, Mais, Perlenüberfluss. Wir haben Kautschuk und Bananen. Dann hätte sie im Prinzip noch die drei unteren Inseln, die jetzt auch nicht so viel zu bieten haben, da können wir auch schon mal Anteile kaufen. So dass wir dann nach und nach alle übernehmen. Natürlich wird ihr das nicht gefallen, aber da muss sie durch, verdammt. Du hast wohl vergessen zu fragen. Ich muss nicht fragen. Das sind deine Inseln und die gehören mir. Fertig. Du wirst nicht mehr lange existieren. Wir haben jetzt schon drei Welten, in denen du vertreten bist, nach und nach ausgeräubert, was deine Inseln angeht. Und wir werden uns komplett um alle Inseln kümmern, die du besitzt. Weil du mir so dermaßen auf die Nerven gegangen bist, hast du es nicht anders verdient. Bam! So, das Ding kann jetzt ausgebaut werden, dank den Lehmziegeln und natürlich auch dem Holz. Bitteschön. Und wir sollten, glaube ich, Lehmziegel auch irgendwo hinbringen. Kann das sein? Irgendwas war da. Segeln Sie zu Kitemas Insel, reden Sie mit Kitema, reparieren Sie den Wassertempel für das bevorstehende Fest. 12 Tonnen Lehmziegel werden wir bringen. Neue Befehle? Ja, ich habe neue Befehle. Allerdings dauert es ein bisschen, bis ihr die 12 Tonnen Lehmziegel fertig gemacht habt. Werden die denn verbraucht oder was? Die kommen so langsam. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon fast hart. Und was ist mit dir los? Du hast ein volles Lager und kannst es nicht hinten reinbringen. Dir fehlen Steinstraßen. Gibt es denn jetzt welche? Ja, gepflasterte Straßen. Gott sei Dank. So, jetzt kommt er sogar bis nach hinten zum Schlachter. Obwohl, der Schlachter ist hier, aber nicht mal dahin ist er gekommen. Jetzt geht's aber aufwärts. Und dementsprechend bekommen wir auch mehr Trockenfleisch. Dann für unsere zufriedenen Ältesten und auch für unsere Hirtenjungen.
Und irgendwann werden wir dann auch die Töpfereien herstellen, brauchen bloß eben die Keramik. Und man sieht immer mehr, dass das ganze Gebiet eigentlich auf Frieden ausgelegt ist, auf Handeln untereinander. Denn wir dürfen nicht vergessen, hier sind drei verschiedene Inseln, vier sogar, wo nur die oberen drei schon unterschiedliche Rohstoffe haben. Hier gibt es beispielsweise den Honig, da haben wir den Hummer, hier unten Indigo. Ja, es ist unglaublich. Also wir haben keine Möglichkeiten, mal ebenso, wenn wir diese beiden Inseln besitzen, diese Insel hier besser zu versorgen. Geht nicht. Gut. Und wir gehen jetzt auf eine weitere Expedition. Die machen wir dann auch noch nebenbei. Könnt ihr mal sehen, was wir alles vorhaben und was wir alles für euch machen. Schlachtkreuzer, der hätte zumindest drei Frachtplätze, die nehmen wir mit. Ich habe ein Piratenschiff versenkt. Schön. 25 schwere Kanonen. Theoretisch müsstest du doch viel mehr Ballerkraft haben, oder? Gefechtskunde 70. Da 30 und 20. Die Monitor kann gar nicht so gut schießen. Der macht schon 40 Schaden die Sekunde. Theoretisch ist ein Schlachtkreuzer wesentlich besser zum Kämpfen. Warum benutzt den nie einer? Na gut. Soll mir egal sein. Hauptsache, wir erobern sie alle. So, zurück auf unsere normale Insel, auf der wirklich gar nichts passiert, wo wir auch nicht viel machen werden, wo wirklich bloß die Leute hin und wieder mal angepflanzt werden, um dann dementsprechend noch ein bisschen mehr Geld für die Wirtschaft zu generieren. Dort bauen wir jetzt noch die letzten Reste. Wir werden uns dann auch noch um ein Krankenhaus kümmern, gegebenenfalls eine Schule, werden noch die Arbeiter aufstufen. Wir werden alles versuchen, um diese Stadt hier so gut wie möglich autark zu gestalten, dass die wirklich ihr eigenes Geld produziert, sich selber versorgen kann und alle glücklich sind bis an ihr Lebensende. So, die Schule steht schon, falls sie irgendwann brauchen, ist ja jetzt noch nicht der Fall. Und wir brauchen noch eine Polizeiwache. Die könnten wir sogar hier mit hinstellen, dann wären die alle mit abgedeckt. Ja, warum nicht? Why not? So, damit sind die jetzt auch dann abgedeckt. Alle haben Zugang zur Polizei. Die Polizei kann sich um alle kümmern, dass es auch ja nicht zu irgendwelchen Aufständen kommt. Und letztendlich sind wir durch. Reisezeit, Varieté. Ja, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, dann auch mit Bussen das Ganze zu verbinden. Meine Lieben, das neue DLC. Oh Gott, damit muss ich erstmal klarkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch keine Ahnung, was uns da erwartet und was alles auf uns zukommt. Ich weiß nur, dass es wichtig ist, eben auch auf die verschiedenen Symbole zu achten. Die werden wahrscheinlich dann mit dem Bus zu den jeweiligen Gebäuden fahren. Es gibt auch Cafés, die man mit hinbauen kann. Wo es die gibt, muss ich erst lernen. Außerdem wollen wir auch noch die Weltausstellung fertig machen. Ja, wird ein ziemlich großes Ding. Könnte ich eher hier platzieren. Oder noch weiter hinten. Oi. Hier. Dann hätte sie sogar Strom? Nee. Doch, klar. Falls sie Strom braucht. Ja, warum nicht? 150 Fenster, 150 Betonpfeiler, 160 Stahlträger, 200 Steine und 100 Holz sowie 300.000. Als Geld gebe ich gerne aus. Auf geht's. Oh, eine Weltausstellung. Werden da auch Magier auftreten, so wie ich? Du bist ein Magier? Ach, du ahnst es nicht. Verbleibende Zeit 30, Phase 2. Jo. Phase beginnen. Dafür bräuchten wir dann also Zement und Bretter. Ah, die muss er immer holen. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall nebenan noch einen Kontor, einen Handelsposten, ein Lagerhaus mit dazu setzen, damit die sich hier die Waren holen können. So, und die Leute dafür haben wir ja auch. Ist ja alles gut. Und dann haben wir schon wesentlich mehr Gebäude, die wirklich auch wichtig sind für das DLC. Allerdings, wie das jetzt mit irgendwelchen Bussen funktioniert, das weiß ich noch nicht. Und auch nicht, wo man die findet. Vielleicht funktioniert das von ganz allein, dass die sozusagen vom Pendlerkai mit einem Bus abgeholt werden und dann immer rübergefahren werden, aber ich glaube eher nicht.
Bushaltestelle. Ach so, ihr habt automatisch eine Bushaltestelle. Sieht man die auch irgendwo? Hier ist jetzt bloß das Symbol dafür, das war's schon. Nee. Ich bin ein wenig verwirrt, muss ich ja mal so sagen. Okay, gucken wir mal bei den Ingenieuren. Vielleicht ist hier irgendwo ein Bus oder sowas. Also wir haben ja zumindest den Treibstoffhof. Aber es gibt auch hier keine Bushaltestelle. Tourismus, Ornamente. Sind noch nicht freigeschaltet. Wir kommen noch nicht ran. Nur eins pro Insel erlaubt. Okay, Bushaltestelle. Dafür sollen wir einen Touristenhafen haben. Ach so, es gibt einen Besucherhafen und es gibt einen Touristenhafen und ich darf nicht beides haben. Oder wie? Ich reiß den mal ab. Jetzt darf ich ihn bauen. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Nur eins pro Insel erlaubt. Das ist der normale Besucherhafen. Muss ich den denn upgraden? Ah ja, zum Touristenhafen ausbauen. Hier. Ich verstehe. Okay, damit Touristen strömen in die Stadt, haben wir jetzt also Touristen. Aha. Die Touristen sind sehr anspruchsvoll. Ich helfe ihnen. Hilf mir mal, genau. Ich soll ein Grand Hotel bauen? Und eine Bushaltestelle, um das Hotel mit dem Touristenhafen zu verbinden. Okay, das Grand Hotel kostet 30.000 plus jede Menge Baustoffe, aber das ist okay. Das stellen wir dann hier nicht mitten in die Stadt, weil das da gar nicht reinpasst. Gott, das ist ja wirklich grand, das Hotel. Das will bestimmt auch Strom haben. Ich sollte auf jeden Fall darauf achten, dass Strom mit angebunden ist, so wie hier. So, das Grand Hotel steht und das braucht eine Bushaltestelle. Und die Bushaltestelle selber sagt aber, dass sie irgendwas nicht hat. Ist doch ein Witz, oder was? Der Kreis, der die Bushaltestelle umgibt, zeigt an, welche Gebäude sich in dem Einflussbereich befinden. Die grüne Markierung auf der Straße hilft Ihnen dabei herauszufinden, wo die nächste Haltestelle der Buslinie stehen sollte. Ah, und die brauchen jetzt eine Komplettverbindung bis nach unten. Okay, kostet zum Glück nur Stahl, das ist in Ordnung. Ja, dann werden wir die noch alle mit einbeziehen. Kommt auch noch was hin. So, und die müssten jetzt alle miteinander verbunden sein, sodass die bis nach oben fahren können. Zwei Bushaltestellen gelten nur als verbunden, wenn sich ihre grünen Straßenmarkierungen berühren oder sie überlappen. Was tun sie? Wenn ich das richtig sehe. Piffley Street. Okay, und hier wird dann angezeigt, was in der jeweiligen oder bei der jeweiligen Bushaltestelle angeboten wird. Ob Museum oder Zoo oder ähnliches. Beziehungsweise was alles in dem Radius mit drin ist. Kann das sein? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir die miteinander verbinden können, denn der sagt ja hier überall, dass es nichts gibt. Vielleicht soll ich hier unten auch noch eine Bushaltestelle bauen? Ah, das heißt, eine Bushaltestelle ist erforderlich. Okay. Dann stelle ich die aber weiter nach oben. Dann sind nämlich die anderen beiden Dinge hier auch mit inbegriffen. Wir wären dann soweit. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Danke. Okay, der Bus fährt jetzt los. Das ist ein süßer kleiner Bus. Aber gut, was will man noch anderes erwarten? Und wir können jetzt sehen, was schon mit eingebunden ist. Wir haben beispielsweise noch kein Restaurant, ist aber ein Grundbedürfnis der Touristen. Wir haben auch keinen Zoo. Der ist hier hinten. Da baue ich doch einfach mal eine Bushaltestelle hin und dann ist gut. Dann haben die auch gleich den Palast mit dabei. Spannend, echt spannend. Neue Errungenschaft, DLC, nächster Halt. Weil wir entweder sehr viel eingebunden haben oder aber
weil wir eine bestimmte Sorte von den Gebäuden mit eingebunden haben. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube Zoo, Museum und Botanischen Garten. So, Botanischer Garten ist noch nicht ganz so. Warum nicht? Reduziert 40%. Wenn Sie diese Sehenswürdigkeit attraktiver gestalten, erfüllt sie das entsprechende Bedürfnis besser. Ah, okay. Dann brauchen wir das Varieté. Und da wahrscheinlich mehr als eines. So, dann ist das auch mit eingebunden. Nö, eins reicht. Okay. Dann brauchen wir noch Cafés, Bars, die Weltausstellung, der Eiserne Turm. Na, der wird wahrscheinlich dann erst später kommen, oder? Wenn die Touristen einigermaßen zufrieden sind. Gott, ist das spannend, Leute. Ich finde das sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben schon wieder 1,8 Millionen. Irgendwas hat Beryl uns schon wieder abgekauft. Wer hätte gedacht, dass sie so gewagte Etablissements errichten? Na, gewagt ist ein Varieté jetzt nicht unbedingt. Das ist meine Insel. Ach, sehr ruhig. Ich fürchte, mein Ersuchen geht im Allgemeinen. Errichten Sie ein Museumsmodul. Och, nichts leichter als das. Ich hoffe, er hat wenigstens einen Teil dafür. Kann mich aus diesem dämonischen Dunst befreien? Mit dabei. So, wurde errichtet. Ich habe eins errichtet. Krieg ich jetzt was? Nee. Hä? Dann baue ich noch eins. Ich hab's errichtet. Das war ein Museum. Und das war ein Modul. Oder soll ich irgendein anderes Modul errichten? Bauen Sie ein Museum, platzieren Sie ein Modul und statten Sie es mit einem Item aus. Ganz toll. Wir haben ja noch das Schild. So. Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Schön. Ganz toll. So, eins müssen Sie wissen, selbst wenn ein Hotel mit einer Sehenswürdigkeit verbunden ist, ist das Bedürfnis nach dieser Sehenswürdigkeit nicht unbedingt zu 100% erfüllt, falls die Entfernung zu groß ist. Nur das Hotel ist relativ zentral. Den Puls der Stadt. So viel zu entdecken. Auf ins Getümmel. Wir Touristen sind sehr anspruchsvoll. Falls wir unzufrieden sind und unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden, hat das zur Folge, dass weniger Touristen angelockt werden. Wo sind all die Sehenswürdigkeiten und die Pracht, die mir versprochen wurden? Wenn wir mehr Touristen haben, bis zu 500 können wir in dem Grand Hotel mit unterbringen, dann wollen die auch irgendwann das Restaurant. Hier sind sie noch unzufrieden. Alle Bedürfnisse minus 10%, Zufriedenheitsschwächung. Versorgung stabil. Gut. Mhm. Okay, weiter. Das heißt, wir bauen jetzt ein Restaurant. Das können wir noch nicht. Meiner Schwester kann mich davon abhalten. Sehe ich das richtig, dass ihr auch noch verschiedene... Ihr wollt verschiedene Rezepte haben? Erzherzogenschnitzel, Gulasch à la Strogoff. Fisch avec Pommes, Wild en Croûte, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen, und Hummer à la Liberté, Hummer à la Liberté. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ist alles Französisch, ich bin nicht gut in Französisch. Ich glaube, avec heißt einfach nur mit. Avec moi, mit mir. Mir fehlt noch einiges an Material. Ach, du ahnst es nicht. Hui, das wird spannend. Tief durchatmen. Oh, Touristen. Wer hat denn damit gerechnet, dass ich irgendwann mal Touristen haben werde? Ich nicht. Besucher? Ja. Touristen? Nee. Warum versuchst du's? Ja, weil du gar keinen... Du hast Langeweile. Du weißt langsam nicht mehr, was du machen sollst und ballerst dir einfach irgendwie durch die Gegend. Siehst du nicht, dass ich schwer beschäftigt bin mit meinen Touristen? Du hast langsam auch schon sehr viele Waren geladen. Dein vornehmes Getue habe ich schon lange abgelegt. Hui, was ist das denn? Stahlgranaten. Na gut, wir fahren die Waren mal hoch.
könnten ja vielleicht mal schauen, ob hier noch irgendwo ein anderes Kriegsschiff hingestellt werden kann. Aber es sieht schlicht aus. Wir haben auch nicht mehr so viele Kriegsschiffe, weil die jetzt alle irgendwo unterwegs sind. Wir haben ja sogar noch eins in der südlichen Region, in der neuen Welt. Und jetzt gucken wir nochmal nach Embesa. Mittlerweile müssten wir das ein oder andere wieder aufkaufen können. Ich weiß, was du willst. Ja, schön. Das kannst du auch noch länger wissen. Und eins kannst du wissen doch. Dieses Spiel willst du also spielen. Ich übernehme sie alle. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. Ja, dann kauf sie doch zurück. Ganz ehrlich, du hast jede Menge Möglichkeiten, jede Menge Chancen gehabt. Aber irgendwann sind die auch verstrichen. Und wir werden schon wieder hochgelebt. Dieses Spiel willst du also spielen. In Besa, ich muss wieder in die alte Welt. So, dann kann ich mich um alles andere wieder weiter kümmern. Also gut, das eine sind die Dinge, die mit dem Bus verbunden sein sollten, so wie Kaffee, Weltausstellung, Eiffelturm später wahrscheinlich, Zoo, Museum, Botanischer Garten, Palast, Restaurant und was ist das hier? Speicherstadt. Ach so. Leviathan abgeschlossen. Ach, weil ich das erste Mal eine Ringelblume gemacht habe, beziehungsweise ein Schlachtkreuzer. Neue Errungenschaft, Leviathan. Interessant. Ja, ich meine, das Ding ist schon echt imposant, ne? Also wenn das nicht unterwegs irgendwas reißen kann, dann weiß ich auch nicht. Wir werden jetzt auch nur noch Schlachtkreuzer herstellen. So langsam ist Schluss. Wir lassen uns von Beryl O'Mara sowieso nicht mehr unterdrücken. Im Gegenteil, wir drücken zurück. So, einmal alles abgeladen. Dann können die hier mit dem Messing auch wieder ordentlich Dampf... Dingsbumse fertig machen, genau. Komm, einmal noch. Dann haben wir zwei Schlachtkreuzer. Und du fährst jetzt los auf eine Expedition. Das machen wir alles jetzt so nebenbei, weil wir es können. Und wir werden Events. Sie haben keine Nachrichten. Ach, jetzt gibt es auch noch extra Events. Und ich habe schon gesehen, es gibt sogar Verlangsamen. Ich weiß nicht, ob das vorher schon drin war. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Es ist für mich noch völlig neu. Expedition. Du gehst auf Expedition. Wir könnten mit dir sogar eine Piratenjagd machen. Aber nein, erst einmal eine ganz normale... Nee, nicht zur Nordwestpassage. Das könnt ihr vergessen. Botanische Expedition. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Wo ist denn der Schlachtkreuzer da? 24% ist jetzt nicht besonders doll, aber ist besser als nichts. Wir hätten sonst noch die Muschelknacker, aber die wird hier nur angeboten und so gut angeboten, weil sie wahrscheinlich so viele Waren gerade mit sich trägt. Die Ringelblume, die zieht los. Hat schon mal Gefechtskunde. Ach, ich bin doch gerade, Mensch. Jetzt muss ein Feuer ausbrechen. Habe ich hier... Da. Er kommt gar nicht bis dahin. Ja, natürlich. Dann baue ich jetzt die Feuerwehr. Und ihr lasst mich bitte in Ruhe. Dann kann ich jetzt in Ruhe weiterbauen. Beziehungsweise meine Schiffe weiter auf Expedition schicken. Rein zum Einsatz. So, Gefechtskunde haben wir. Wir brauchen noch Redegabe, Heilkunst und Rationen. Das bedeutet, wir könnten ihn hier mitnehmen. Dann hätten wir eine sehr gute Redegabe. Aber derjenige mit der besten Redegabe, ich glaube, der ist uns bei uns über Bord gegangen. Da müssen wir leider jetzt erst einmal durch. Heilkunst nehmen wir dich mit. Das ist schon mal schön. Jetzt packen wir erstmal alles ein, was wir fürs Schiff verwenden können. Das heißt, wir brauchen Navigation, Kampf. Ist doch gar nicht mehr der Fall. Ist doch alles gut. Wie sie jetzt alle nerven wollen, weil ich auf Expedition gehe. Sie ehren meine Familie. Ja, ganz toll. Aber ich habe es doch jetzt zu tun. So, weiter. Gefechtskunde. Ich brauche jemanden mit Redegabe. Und zwar mit guter Redegabe. Theoretisch müsste ich ihn mitnehmen. Hier ausgerüstet in Schiffen. Also er ist sowieso für die Schiffe gedacht. Dann ist die Redegabe auch so gut wie durch. Dann könnten wir jetzt noch Rationen mitnehmen, die uns die Redegabe erhöhen. Und ansonsten könnten wir noch Leute mitnehmen mit Heilkunst. Gefechtskunde könnten wir auch noch was mitnehmen. Ist aber nicht mehr so wichtig. Du kommst noch mit.
Navigation brauchen wir eigentlich nicht, aber ich nehme dich trotzdem mal mit. Der Pirat, Gefechtskunde 35, Navigation 15. Merkmal Pirat. Aber ich muss sagen, so richtig gut kommen wir mit der Moral damit nicht hoch. Das scheint eine sehr schwere Expedition zu werden. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Gefechtskunde, Kampfkraft, Geschick. Geschick wäre auch nicht schlecht. Aber wir nehmen jetzt erstmal 50 Sekt mit. Denn die bringt die Redegabe auf jeden Fall nach oben. Oh. Dann weiß ich aber nicht, ob das für eine schwere Expedition alles ausreicht, was wir hier machen. Noch mehr Redegabe. Wollen die gar nicht. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Handelspreise minus 15%, dafür Friedensmodus. Nee, danke. Ein Fähnchen im Wind. Du mich auch. Heilkunst, Geschick. Also ich werde es jetzt mal mit Bier versuchen, aber Bier ist jetzt auch nicht so lukrativ. Nähmaschinen bringen auch nichts. Jagdglück. Nee, wollen die gar nicht. Ich versuch's mal mit Brot. Wo ist denn das Brot hin? Da. Es geht eigentlich nach oben, aber trotzdem wird ein Pfeil nach unten angezeigt. Ja gut, das liegt vielleicht jetzt an den ganzen Touristen, die mit dazu gekommen sind. Und deswegen müssen wir uns unbedingt darum kümmern, vielleicht auch noch mehr Brot herzustellen auf der Insel. Wurst bringt das auch nicht weiter nach oben. Also ich habe echt schlechte Karten, kann das sein? Ich brauche bessere Items für das Schiff. Oder wir tauschen dich aus gegen ihn. Das sieht schon mal besser aus, weil der blau ist. Dann tauschen wir dich aus gegen sie. Dann sind wir bei 67%. Da ihr beiden so ziemlich das gleiche habt, nehme ich die Schiffsschraube mit. Das bringt nicht ganz so viel, okay. Da bist du doch beliebter. Und wenn wir jetzt noch Waren mitnehmen, wie beispielsweise Kaffee, Kampfkraft. Wie nochmal Sekt, dann sieht das schon erheblich besser aus. 77%. Wir können es mal probieren. Wenn es nicht klappt, habe ich daraus gelernt. Fertig. So, viel Spaß. Die Moral ist bei 77%. Alles ist gut. Ich glaube nicht, dass die jetzt sonderlich runtergeht. Attraktivität 450 in Skien. Auch schön. Das freut mich. Hier sind ja auch sehr viele Leute mittlerweile und ich denke mal, dass die ein oder andere Ware auch runtergehen wird in nächster Zeit. Das heißt, wir werden hier dann auch für neue Dinge sorgen müssen und sind schon wieder viel zu lange in der Aufnahme. Oh Leute. Naja, immerhin können wir in der nächsten Folge dann diese Insel schon mal aufkaufen und können uns hier jetzt erst einmal darum kümmern, noch einen weiteren Teil dann später zu kriegen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Bis gleich. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst und ein Like und ihr schaut das nächste Video.